Deutscher Kulturfilm. Vorläufig Arbeitstitel Sonniges Spanien. Einstellung 32. Anna auf Fischer Kahn an einsamen Strand. Einstellung 43. Anna in idyllischer Dorfstraße. Einstellung 22a. Spanisches Kind, arm aber glücklich, ganz groß. Einstellung 7. Typischer spanischer Bauer mit Esel von rechts nach links. Die Sonne Spaniens scheint auf uralte Städte und Dörfer. Hier gibt es noch das von der Hast moderner Zivilisation unberührte, einfache Leben. Die Menschen feiern traditionsreiche Feste, deren Ursprünge in der Antike zu suchen sind. Morgen, wo fahren Sie hin? Kastelldefels. Ja, bitte links raus. Links ist Scharnow oder Turba? Bitte links raus. Wo fahren Sie hin, bitte? Ich bitte die Gäste, die Platzkarten des deutschen Wagens 810 haben, sich in den Wagen 810 zu begeben, der am Ende des Zuges zu finden ist. Und wir lieben sehr die deutsche Volk, das deutsche Volk. Ja, sehr. Wir kommen jedes Mal mehr, jedes Jahr ist mehr. Wir haben die Sonne, das blaue Himmel, das ist ein kleines Paradies für das deutsche Volk. Im Gegensatz zu vor im Jahr ist es hier bedeutend voller geworden. Vielleicht voriges Jahr war vielleicht die Hälfte hier voriges Jahr. Und es hat sich jetzt tatsächlich verdoppelt. Und meistens Deutsche, ne? Viel Deutsche. Viel Deutsche und auch Schweizer sind auch Schweizer wieder. Und auch Niederländer, ne? Holländer. Ja, Holländer sind auch viel. Holländer sind auch viel hier, ne? Also mit Spanien hat man hier auf dem Platz überhaupt keinen Kontakt, ne? Vor allen Dingen sind sie auch gar nicht aufdringlich, die Spanier, ne? Das ist ja heute so, auf allen Campingplätzen, wo man hinkommt, sind so viele Deutsche. Also da brauchen sie gar keine ausländische Sprache mehr. Hm? Im Gegensatz zu früher, da war man gezwungen, auch mal ins Wörterbuch zu gucken, respektive sich auch mal so ein paar kleine fremdländische Brocken anzueignen. Also sie denken immer, sie wären auf dem deutschen Campingplatz. Also sind derart viele Deutsche überall auf den Campingplätzen, dass man also Fremdsprachen gar nicht mehr braucht. Ne? Mehr sie kommen, viel besser für die Arbeiter hier.
Viel besser. Es ist besser jetzt als vor einigen Jahren. Und ich weiß, im Grunde genommen lieben die Spanier die meisten Fremden nicht. Sie nehmen ihr Geld, aber sie lieben sie nicht. Sie lieben sie nicht. Sie verkaufen ihr Land und sie lieben sie nicht. Sie lieben sie, blaue Division, gewisse Leute, die noch wissen, was das war, Revolution und so weiter, aber die meisten geht das ja gar nicht an. Den Jungen interessiert das ja gar nicht, denn sie haben sie gar nicht erlebt. Das sind ja nur die Alten. Spaniern gehört. Ich finde das gar nicht wunderbar, dass ich da ein paar protzige Menschen, ich sage jetzt nicht Nationen, das ist nämlich ganz wurscht, ob das Deutsche sind oder Engländer, es sind ja auch Engländer da, die sich die Häuser bauen und so weiter, und dass sich einfach Fremde so auf den primitiven Strand setzen, der gehört ihnen, und dann ein Schild machen, nicht, verboten Eintritt und so, das gefällt ihnen absolut nicht. Tarragona hieß früher Tarraco und war der Hauptsitz der Kesetania, der Ureinwohner der iberischen Halbinsel. Caesar eroberte Tarraco und unter Augustus wurde Tarragona Hauptstadt einer römischen Provinz. 475 nach Christus brannten die Westgoten Tarragona nieder. Ein Jahrhundert später zerstörten es die einfallenden Araber teilweise. König Alfons von Aragonien entriss 1118 die Stadt den Mauren. 1154 wurde das frühchristliche Erzbistum wiederhergestellt. Die Glanzzeit Spaniens und der fanatische Glaubenseifer erreichten im 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Der Niedergang vollzog sich unter den letzten Habsburgern und gipfelte in der napoleonischen Fremdherrschaft. Spanien war nicht bereit, um so viele Touristen zu kriegen, also deutsche Touristen, die nach Spanien kommen und wo jetzt so viele Hotels gebaut worden sind. Das sind die Möbellager, sind alles leer, die Fabriken, die fabrizieren nicht so schnell, um diesen ganzen Hotelzimmer einrichten und so weiter. Nicht? Ich gebe mir ganze Mühe und ich mache doch alles, was ich kann, damit doch die Deutschen eine sehr schöne Ferien hierher haben können, statt schimpfen oder ärgern und so, nicht? Still ertragen. Gerade Großstadtmenschen, die immer gewohnt sind, Geräusche zu hören, plötzlich ganz große Stille und die kriegen Angst, die kriegen Kuschmaß. Ich bin im Tierschutzverein. Möchte eine Überzeugung haben, ob nun wirklich also der Stierkampf so brutal ist, wie er geschildert wird oder nicht. Und wenn ich das erkenne, gehe ich nach dem ersten Kampf wieder heraus. Da möchte ich ein Erinnerungsfoto machen, das ist klar. Für meine Familie zu Hause, dir und so. Könnte ich verstehen. Attention! Erzählen Sie Achtung, Achtung! Das Stierkämpfen findet heute nicht statt. Billette behalten Gültigkeit für die nächste Corrida.
Es ist das Ausrücken, verstehst du? Einfach, die meisten Menschen können einfach nicht leben. Sie können nicht leben. Sie wissen nicht, wo ihr Tisch ist. Sie wissen nicht, wo ihr Stuhl ist, wo ihr Bett ist. Einstellung 131. Wildromantische Küste, Schlusstotale.